Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Prehistoric Swamp. In der letzten Folge haben wir unsere ersten vier Bewohner freigelassen und für diese habt ihr wieder richtig tolle Namen in die Kommentare geschrieben. Dementsprechend haben sich auch vier von euch hier verewigt in meinem Park. Und genau an dieser Stelle geht es dann auch weiter und wir bauen jetzt einen weiteren Parkbereich bzw. ein neues Gehege für den Park. Und dafür müssen wir erstmal das Land auf dem See ein wenig erweitern. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr schon bei der Hälfte des Sees angekommen ungefähr. Also werden wir heute wahrscheinlich dann auch die Hälfte des Parks soweit fertig bekommen. Ich hatte mir auch noch nicht wirklich einen Plan gemacht. Ziel war es nur, diese geschwungene Form von dem Weg beizubehalten und halt durch den ganzen Park hindurchzuziehen. Und dann habe ich auch jetzt auch erstmal ein bisschen drauf losgebaut. Ich ändere den Weg gleich auch noch ein bisschen von der Form. Aber ja, es ist bei mir halt immer so, dass ich einfach drauf losbaue und mir nie großen Plan mache oder sowas. Deshalb passiert es auch gerne mal, dass ich dann im Nachhinein auch mal Sachen korrigiere und nochmal ändere. Aber ist ja nicht schlimm, wenn ich das Ganze im Speedbuild mache. Ist es ja nicht wirklich mega zeitfressend und geht ja trotzdem für euch relativ schnell voran. Die Wegbreite habe ich auch so beibehalten, weil ich die eigentlich ganz schön finde. Das ist so ein bisschen mehr als zwei breit, der Weg. Und dann habe ich mir gedacht, hier ist dann nochmal so eine kleine Sackgasse an diesem Ende. Und da mache ich dann nochmal so eine runde Wegform, wo dann ein Gebäude hinkommt. Das fand ich ganz schön beim ersten Mal. Hier das Ganze nochmal anpassen, damit die Rundung auch gut von dem normalen Standardweg in diesen Kreis übergeht. Dann das Ganze noch ein wenig verbreitern. Und in der Mitte kommt dann wieder die dunklere Wegfarbe hinein. Und dann habe ich mir gedacht, dass dort dann ein Jurassic Café hinkommt. Das ist ja auch aus der Jurassic Park Ära, auch eins dieser älteren Gebäude vom Stil her. Und jetzt habe ich den Weg nochmal ein wenig von der Form angepasst, denn hier sollte jetzt mein nächstes Gehege hin. Und ich wollte unbedingt bei diesem Gehege mit einer Jurassic Tour, ist es ja nicht, das ist diese Jurassic Park Tour heißt sie, glaube ich, ne? Ja, Jurassic Park Tour mit diesen Jeeps, die wollte ich unbedingt unterbringen und deswegen habe ich hier dann mal die Station platziert. Und dann auch schon angefangen, die ersten Schienen dafür einzuzeichnen. Bei diesem Gehege wird es dann auch so sein, dass es teilweise mit Zäunen abgeschirmt ist, aber auch teilweise von Wasser oder Klippen. Also so eine Mischung aus diesen ja, natürlichen Barrieren und Zäunen. Das Coole ist ja mittlerweile, dass man durch Mods ja auch die Schienen schön über Wege führen kann, ohne dass das irgendwie Probleme macht. Das gestaltet halt vieles viel einfacher bei der Planung von so einer Tour, weil vorher musste man halt immer einberechnen, wo baut man die Wege lang und wo fährt die Tour lang und sowas. Das Problem hat man jetzt zum Glück nicht mehr, weil man einfach einen ganz leichten Übergang über den Weg bauen kann. Und damit das Ganze auch wirklich wieder sumpfig wirkt, habe ich wieder versucht, gerade im Gehege einige feuchte Stellen
einzubauen in das Gehege und das Land so ein bisschen abzusenken, damit das Wasser da mal so ein bisschen beim Gras durchschimmert. Und dann durften natürlich auch wieder ganz viele Büsche nicht fehlen. Und dann habe ich angefangen, den Übergang zu den Klippen ein wenig zu verstecken und schöner zu gestalten mit ein paar Felsen. Dann kamen auch schon die ersten Bäume ins Gehege. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mal zwischen den Weg und den Zaun so ein paar kleine Steinchen hin platziere. Ist dann halt mal so ein bisschen anders, als wenn da nur ein bisschen Gras und Dreck zwischen ist. Jetzt hier noch die Übergänge ein bisschen schöner gemacht bei den Schienen, weil dort halt immer der Dirt-Untergrund ist. Und ich finde es immer blöd, wenn das so der Übergang nicht flüssig ist zu dem Gras. Also ich finde es immer schön, wenn man das so ein bisschen nochmal überpinselt, damit das alles ein bisschen natürlicher aussieht. Und jetzt kommen eigentlich wieder die Standard-Deko-Sachen für den Sumpf in das Gehege. Umgefallene Baumstämme, diese anderen Holzdinger und diese Sumpfbepflanzung habe ich hauptsächlich verwendet. Natürlich auch noch ein paar Felsen. Und der erste Futterspender in die Mitte. Ich baue tatsächlich nachher auch noch einen weiteren Futterspender ein. Allerdings hatte ich das leider nicht in der Aufnahme, aber werdet ihr dann in den finalen Shots von dem Gehege sehen. Natürlich musste das Stück, wo kein Zaun war, trotzdem noch angepasst werden mit einem unsichtbaren Zaun. Dabei war das Problem, wenn man den unsichtbaren Zaun direkt an den normalen Zaun connectet, dass dann dieser Endpfosten verschwindet. Deshalb habe ich das Problem gelöst, indem ich die Zäune nicht direkt miteinander verbunden habe, aber relativ nah beieinander platziert habe, sodass die Dinosaurier da hoffentlich dann nicht durchkommen. Aber so konnte ich es halt vermeiden, dass dieser Endpfosten halt verschwindet. Das sah nicht ganz so gut aus. Und auch das Wasser musste ich natürlich wieder im Wasser verstecken, damit ich nicht verschiedene Wasserfarben im Gehege habe. Dann noch die Übergänge dort ein bisschen mit Felsen verstecken. Und den Zaun natürlich anpassen, dass die Dinosaurier dort dann auch trinken können. Dann habe ich drumherum das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr gestaltet. Ein paar mehr Büsche und auch wieder das Wasser so ein bisschen durchschimmern lassen, um halt überall diese Sumpfoptik zu haben.
Dann habe ich das Terrain nochmal ein wenig angepinselt. Unter den Felsen habe ich das auch ein bisschen dunkler angepinselt mit den Felsenmuster. Nenne ich es jetzt mal. Und alle weiteren Stellen, die ich noch nicht mit diesen kleinen Felsen versehen hatte, habe ich dann auch noch fertig gemacht. Dann habe ich auf der anderen Seite vom Gehege auch noch zwei Hotels platziert. Auch wieder in dem Jurassic Park Design mit diesen schönen Strohdächern. Und auch hier habe ich dann das Ganze drumherum wieder mit Bäumen gestaltet. Ein bisschen Wasser, Felsen und diesen ganzen umgefallenen Baumstämmen. Und in dieses Gehege kommen zwei Mayungas, auch mit einer neuen Mod. Der Mayunga hat hier nämlich mit dieser Mod so einen kleinen Overhaul bekommen und sieht dadurch viel interessanter und cooler aus. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem Mayunga aus JW2, muss man sagen. Finde ich vom Skin, diesem Rot am Kopf. Das ist schon sehr cool, wie sie beide lossprinten. Ich kann euch übrigens mal zeigen, hier habe ich noch den zweiten Futterspender hin platziert an der Stelle. Das hat man im Video nicht gesehen beim Bauen. Und da trinken sie beide. Das funktioniert auch alles wunderbar. Ich finde, die sehen echt cool aus. Richtig krasse Farbe hier oben auf dem Kopf. Ihr könnt natürlich auch wieder gerne für diese beiden hübschen Dinos tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Schauen wir uns die jetzt nochmal kurz beim Fressen an. Sprint nämlich schon perfekt da vorne hin. Wie die schnaufen. Ja, das ist doch super. Sehen echt cool aus. Bin ich sehr zufrieden mit. Das sieht auch cool aus, wenn man dann hier am Zaun steht, denke ich. Kann man nämlich wirklich gut beobachten. Und auch wenn man dann mit der Tour später hier lang fährt. Und ja, Leute, das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.